Meine lieben Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen, dass ihr zu dieser gesegneten Runde zusammengekommen seid. Und wir sind beim Thema, was bedeutet es, Muslim zu sein? Und hier müssen wir mehrere Kapitel behandeln. Ich war ja schon öfters hier gewesen. Wir haben halt über mehrere Kapitel gesprochen. Und heute möchte ich gerne mit euch über das Kapitel der Muslim und seine Frau sprechen. Ich habe diesen Vortrag in Monheim und in Erkrath gehalten. Das heißt, es gibt einen Teil 1 und Teil 2. Und das ist der dritte Teil, Teil 3, weil das Thema einfach so groß und kompakt ist. Deswegen musste ich auf jeden Fall diese Reihe auf jeden Fall fortsetzen. Wie gesagt, nochmal als Wiederholung für uns alle. Muslim zu sein bedeutet, dass man sich an bestimmte Regeln hält. Der Muslim, ja, das Wort alleine Muslim bedeutet Mustaslim. Das heißt, jemand, der sich ergibt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie ergibt er sich Allah? Indem er den Ein-Gott-Glauben trägt und praktiziert und indem er sich an die Regeln von Allah subhanahu wa ta'ala hält. Eine der Regeln ist die Regel zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und wir machen weiter auf der Seite 107, wo der Sheikh Ali al-Hashimi rahimahullah sagt, der wahre Muslim ist ein idealer Ehemann. Okay, ideal ist vielleicht etwas zu stark. Es ist ein starker Begriff, weil ich sage immer, es gibt keine perfekten Ehen hier auf dieser Erde. Die perfekte Ehe gibt es in Jannah. Ja, da gibt es die Ehe, mashallah, die perfekt ist, die gar keine Probleme hat. Aber hier auf dieser Dunya, sage ich immer, gibt es gute und schlechte Ehen. Also es gibt keine perfekten Ehen, es gibt aber gute und schlechte Ehen. Deswegen die Aussage, der wahre Muslim ist ein idealer Ehemann, ist etwas zu stark. Man sollte eher sagen, der wahre Muslim ist ein guter Ehemann. Aber al-muhim, er sagt hier, ein wahrer Muslim hält an den klaren und widerspruchsfreien Versen des Koran fest, welche ihm befehlen, Frauen gerecht und anständig zu behandeln. Also er sagt hier, der Muslim folgt in der Ausübung seiner Ehe dem Islam. Und das ist wichtig zu erwähnen, für uns selber als Muslime, weil wir immer wieder vergessen, dass der Islam eine Religion ist für alle Lebensangelegenheiten, für alle Angelegenheiten des Lebens. Und deswegen, wenn du eine funktionierende Ehe haben möchtest, wenn du eine gute Ehe haben möchtest, dann folge dem Islam in Bezug auf Ehe. Wenn du aber nicht dem Islam folgst in Bezug auf deine Ehe, und du folgst irgendwelchen Aussagen der Menschen und irgendwelchen Traditionen deiner Landsleute, dann wirst du keine funktionierende Ehe haben, nein, viel schlimmer, du wirst eine schlechte Ehe haben. Und die meisten Probleme in der Ehe sind aufgrund dem Nichtbefolgen der Regeln des Islam. Das ist Tatsache. Ich bekomme hier und da Probleme mit von Geschwistern, die Eheprobleme haben. Und zu 99% ist es so, dass die Leute diese Probleme nicht islamisch lösen. Deswegen sagt er hier, der Mann, der wahre Muslim, folgt in der Ausübung seiner Ehe, in der Ausübung seiner Ehe dem Regeln des Koran. Was befiehlt der Koran? Unter anderem in Bezug auf Ehe. Er befiehlt zum Beispiel, gut zu sein zu den Frauen. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ und lebt mit ihnen und seid mit ihnen und behandelt sie auf einer besten Art und Weise. Er sagt weiter, er kann daher nur ein idealer Ehemann sein. Das heißt, wenn der Muslim wirklich dem Koran folgt, dann wird er ein guter Ehemann sein. Genauso die Frau. Die Frau, die dem Koran, den Regeln des Koran folgt, kann nur eine gute Ehefrau sein. Nichts anderes. Daher genießt seine Ehefrau seine zärtliche Gesellschaft und Nähe. Egal wie lange sie zusammenbleiben. Wenn er nach Hause kommt,
grüßt er seine Ehefrau und seine Kinder mit einem lächelnden Gesicht und er spricht die gesegnete Begrüßung, Assalam, die Allah vorgeschrieben und zur unverwechselbaren Begrüßung des Islam gemacht hat, aus. Das heißt, wenn er reinkommt nach Hause, sagt er, Assalamu alaikum. Ja, wenn er nach Hause kommt, sagt er, Assalamu alaikum, und er kommt mit einem Lächeln nach Hause. Warum? Weil das Zuhause ist der Ort der Ruhe, das Zentrum der Ruhe. Das Zuhause ist der Rückzugsort eines Muslims. Dort kann er sich entfalten und dort kann er tun und lassen, was er will, im Guten. Deswegen kommt er zu diesem Rückzugsort nicht einfach so, indem er die Tür aufknallt, oder, sondern er kommt in die Wohnung hinein, indem er sagt, Assalamu alaikum. Was bedeutet Assalamu alaikum? Es bedeutet, der Friede sei mit euch. Und es bedeutet, Allah sei mit euch, denn Allah ist Assalam, der Friede, sein Name von Allah. Und es bedeutet, Assalamu alaikum, ihr sollt in Frieden sein und in Schutz sein vor meinem Übel. Das heißt, jemand, der Assalamu alaikum sagt und es wirklich so meint, er wird nicht hingehen und seine Frau grundlos zusammenschlagen. Und er wird nicht hingehen und seine Frau immer wieder erniedrigen. Und er wird nicht hingehen und seine Frau immer wieder belästigen. Sondern er wird hingehen und sagen, du bekommst von mir nur das Gute. Natürlich sind wir alle schwach und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Ich sitze jetzt hier nicht als, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich der ideale Ehemann bin. Aber ich lerne genauso wie ihr von den Worten dieses Gelehrten. Das heißt, wir müssen alle dazu lernen. Wir haben alle viele Fehler in Bezug auf die Ehe. Aber man kann immer wieder dazu lernen. Und er kommt nach Hause zu seinen Kindern mit einem Lächeln. Er begrüßt sie, er umarmt sie, er küsst sie. Genauso seine Frau. Er kommt zu ihr, küsst sie und begrüßt sie und umarmt sie. Das möchten Frauen und das brauchen auch Frauen. Ich sage immer wieder, Bruder, deine Frau ist kein Mann. Viele Brüder, ja, Ehemänner im Allgemeinen, auch Nicht-Muslime, sie behandeln ihre Frauen wie Männer. Oder sie wollen, dass die Frau sich verhält wie ein Mann. Einem Mann sagst du, Assalamu alaikum, wie geht's dir, alles gut? Okay, und dann ist alles gegessen. Aber eine Frau nicht. Eine Frau braucht noch mehr Aufmerksamkeit. Und sie braucht direkte Aufmerksamkeit. Ja, du musst sie anschauen, wenn du mit ihr sprichst. Du musst sie küssen, wenn du ihr begegnest. Du musst sie in den Arm nehmen, wenn du vor ihr stehst. Und du musst ihr jeden Tag und mehrmals am Tag sagen, dass du sie liebst. Und du musst ihr sagen, dass sie dir gefällt. Und das ist, so ist die Frau. Die Frau braucht immer wieder die Bestätigung ihres Mannes, die Liebe ihres Mannes. Das heißt, sie muss das spüren, sie muss das sehen. Wir Männer brauchen das vielleicht nicht. In der Regel. Es gibt vielleicht Männer, die das auch brauchen. Aber in der Regel braucht der Mann das nicht. Er bekommt seine Bestätigungen in anderen Formen. In anderen Art und Weisen. Aber die Frau nicht. Deswegen müssen wir lernen, als Ehemänner uns den Frauen anzupassen. In Bezug auf Gefühle und auf Liebe und Zärtlichkeit und so weiter. Wir dürfen das nicht anhand unserem Verstand und unserer Logik und unserem Verhalten oder unserer Männlichkeit messen. Das ist falsch. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war der größte Mann aller Zeiten, sallallahu alaihi wasallam, was Männlichkeit angeht. Ar-Rujula. Es gibt keinen besseren Mann als er, sallallahu alaihi wasallam. Aber trotzdem, und das lesen wir und hören wir gleich, hat er sich seinen Frauen angepasst. Was die Zärtlichkeit angeht und die Liebe und die Zuneigung. Weil er gewusst hat, dass genau das Frauen benötigen und Frauen wollen. Bezüglich der Begrüßung sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr nun Häuser betretet, so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, mit einem gesegneten, guten Gruß. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ermutigte Anas ibn Malik radiallahu anhu,
dazu, diese Begrüßung zu benutzen. Er sagte zu ihnen: O mein Sohn, wenn du nach Hause gehst, begrüße deine Familie mit dem Salam. Sag Assalamu alaikum. Oder Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oder Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warum? Er sagt, es wird für dich und deine Familie ein Segen sein. Baraka. Und die Baraka auf Arabisch in der Sprache, al-barakatu hier ist Ziyada. Das heißt, die Baraka ist die Vermehrung, die Anmehrung. Al-barakatu hier thabatul khair. Die Baraka bedeutet auch, dass das Gute nicht nur sich vermehrt, sondern dass es fest bleibt. Dass es nicht weggeht. Das heißt, wenn du nach Hause kommst und den Salam sagst, bekommst du Gutes. Und das Gute vermehrt sich und wird fest und bleibt in deiner Familie. Es wird für dich und deine Familie ein Segen sein. Das heißt, nicht nur du bekommst Gutes, sondern deine Frau und deine Kinder genauso. Und dieser Hadith ist bei Tirmidhi überliefert, unter anderem ist als Sahih eingestuft. Das heißt, wenn wir nach Hause gehen, müssen wir das lernen. Ich weiß, viele von uns machen das nicht, aber wir müssen das antrainieren. Heute hast du es vielleicht nicht gemacht, aber dafür morgen, dafür darauf die Woche, und du trainierst das. Auch deine Frau, wenn sie nach Hause kommt. Schatz, du hast was vergessen. Was habe ich denn vergessen? Du hast vergessen, Salamu alaikum zu sagen. Und so weiter, man ermutigt sich gegenseitig. Warum? Weil wir brauchen die Baraka, den Segen, das Gute. Die Familien heute, Allah musta'an. Der Mann kommt nach Hause mit Geschrei, der Mann kommt nach Hause mit schlimmen Wörtern, er kommt nach Hause und flucht, er kommt nach Hause und schimpft. Der Muslim, wenn er nach Hause kommt, sagt er, Assalamu alaikum. Das ist das Erste, was er sagt. Damit er Gutes bekommt, damit seine Ehe auch Gutes bekommt. Aber wenn er nach Hause kommt, indem er flucht, indem er am Handy telefoniert, das ist auch schlimm. Viele Männer machen das. Während er telefoniert, kommt er nach Hause. Ja, Schatz, ich kann jetzt gerade nicht. Sohn, weg. Tochter, weg. Tak, tak, tak. Ja, auf jeden Fall machen wir. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Nein. Wenn du nach Hause kommst, dann gehst du erstmal nicht ans Handy ran. Es sei denn, es ist wirklich ein Notfall. Wenn du nach Hause kommst, bereitest du dich vor. So wie die Sahaba es getan haben. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, er hat sich vorher gekämmt, bevor er nach Hause gekommen ist. Er hat seine Haare gekämmt. Als er gefragt wurde, warum er das tut, dann sagte er, so wie ich es wünsche, dass meine Frau sich für mich schön macht, so muss ich mich auch für sie schön machen. Das heißt, er hat sich vorbereitet, bevor er nach Hause kam. Und das ist auch eine Art Vorbereitung. Wenn du dir vornimmst, erst nach Hause zu kommen, oder wenn du dir vornimmst, das Haus nicht zu betreten, bis du den Salam sagst. Das ist auch eine Art Vorbereitung. Bereitest dich und deine Familie und deine Frau vor allen Dingen vor. Ja? Und du bringst, wie gesagt, das Gute in deine Wohnung. Er sagt weiter, es ist wahrlich ein großer Segen für einen Mann, seine Familie mit einer angenehmen Begrüßung zu treffen. Das ist schön, das ist angenehm. Da dies zu einer glücklichen, freundlichen und angenehmen Atmosphäre beiträgt. Wenn du nach Hause kommst mit dem Salam, Assalamu alaikum, das bringt erstmal Ruhe und eine angenehme Atmosphäre und Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sollte behilflich sein, wenn er sieht, dass seine Frau Hilfe braucht. Er sagt, er sollte behilflich sein, wenn er sieht, dass seine Frau Hilfe braucht. Das ist wichtig. Wichtig für uns zu schauen, wie er das gerade formuliert. Er sagt, er sollte behilflich sein, wenn er sieht, dass seine Frau Hilfe braucht. Hier bezüglich der Hilfe für die Ehefrau gibt es zwei Extreme. In Bezug auf das Helfen der Ehefrau bei den üblichen Angelegenheiten des Hauses, also beim Haushalt, gibt es zwei Extreme und eine Mitte. Das eine Extrem ist das Macho-Gehabe, dass der Mann wirklich nichts macht und die Frau muss alles machen und er macht gar nichts. Und wenn sie ihn darauf anspricht, ihm
ihr zu helfen, dann wird er sauer und wird laut und wird zornig. Das ist ein Extrem, was nichts mit dem Islam zu tun hat. Dann wiederum gibt es aber ein anderes Extrem. Und zwar bei dem Falle, dass die Frau gar nichts macht und der Mann größtenteils den Haushalt macht. Das ist auch extrem. Und das ist falsch. Und das hat nichts mit dem Islam zu tun. Dass die Frau dem Mann befehligt und sagt, mach so, spül mal ab, nimm mal den Staubsauger und tu mal hier Staubsaugen. Das ist auch ein Extrem. Das ist falsch. Und das ist Gift für die Ehe. Ich sag es, es ist Gift für die Ehe. Dein Mann wird das vielleicht machen. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, aber irgendwann mal wird er dich verabscheuen dafür. Und es gibt Ehen, die aufgrund so einer Sache scheitern. Und dann auf einmal platzt der Mann und er will nichts mehr von ihr hören und man sagt, was ist denn passiert? Ist doch alles okay? Nein, ist nichts okay. Du hast deinen Mann behandelt wie deinen Sklaven. Und er hat geschluckt, über Jahre. Und irgendwann mal ist er geplatzt. Deswegen die Mitte hier ist, dass im Allgemeinen jeder von den zwei Ehepartnern seine Aufgaben hat. Die Aufgabe des Mannes ist, dass er arbeiten geht, dass er sich um die Angelegenheiten kümmert, der Familie. Das ist die Regel, das ist die Aufgabe von ihm, nicht von der Frau. Genauso ist es die Aufgabe von der Frau, sich um den Haushalt zu kümmern. Aber es ist ein Segen und eine Güte und eine Gabe und eine schöne Sache und vom Islam gefördert, dass die Frau auch dem Mann helfen kann bei seinen Angelegenheiten. Nirgendwo steht geschrieben im Islam, dass die Frau nicht dem Mann bei seinen Angelegenheiten helfen darf. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen, dass die Sahabiyat, die Mütter des Propheten Muhammad, die Mütter der Gläubigen und Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei seinen Angelegenheiten geholfen haben. Wie zum Beispiel haben sie ihn beraten bei seinen Angelegenheiten. Genauso aber ist es vom Islam, dass der Mann, dass die Frau den Haushalt macht, aber der Mann ihr auch hilft, wenn er sieht, dass sie nicht mehr weiterkommt oder dass sie Probleme hat oder. Und das ist die Kunst. Die Kunst ist es nicht, dass dein Mann dein Sklave ist, sondern die Kunst ist es, dass er dir aus Liebe und Barmherzigkeit hilft bei deinen alltäglichen Pflichten im Haushalt. Er sagt weiter, er sollte einige Worte des Trostes sprechen, wenn er sieht, dass sie sich über Müdigkeit, Lustlosigkeit und Langeweile beschwert. Das ist normal, so sind Frauen. Frauen sind halt so, dass sie sich beschweren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass egal wie viel du tust an Guten, am Ende, wenn du dich mit deiner Frau streitest, sagt sie, du hast nie für mich etwas Gutes geleistet. So sind Frauen halt. Warum sind sie so? Weil sie in so einer Situation von ihren Emotionen geleitet werden. Und Emotionen machen in der Regel einen Menschen manchmal blind. Ja, das ist halt so. Wenn du, nimm nur dich als Beispiel, wenn du sauer bist auf deinen Bruder. Du vergisst alles. Du vergisst vielleicht, dass er älter als du ist, dass er mehr Wissen hat als du, dass du ihm mehr Respekt zeigen sollst. Und das vergisst du alles. Warum? Wegen den Emotionen, die dich überwältigen und dich blind machen. Genauso bei der Frau. Die Frau wird von den Emotionen gepackt. Und das bringt sie dazu, dass sie dann sich mehr oder weniger beschwert. Aber das ist kein Problem. Du solltest sie trosten. Wenn sie sagt, oh, ich bin müde, immer wieder das Gleiche, jeden Tag immer bringen, mach Essen, mach hier und so. Und dann gibst du ihr motivierende Worte. Lustlosigkeit, Langeweile, das ist halt so. Boah, ich habe voll die Langeweile. Wann haben wir das letzte Mal wieder irgendwas unternommen? Wann haben wir das letzte Mal irgendwas gemacht? Wann fahren wir wieder zum Urlaub? Warum machen wir dies? Warum machen wir das? Dann musst du diplomatisch sein. Ja, du musst ihr sagen, kein Problem, machen wir, inshallah. Was hast du denn vor? Was wünschst du dir? Ja, und so. Halt mit guten Worten. Er sollte ihr das Gefühl geben, dass sie mit einem starken, großzügigen
und toleranten Ehemann zusammenlebt, der sie beschützt, für sie sorgt, sich um sie kümmert und all ihre legitimen Bedürfnisse erfüllt, solange er dazu in der Lage ist. Hier, es reicht nicht einfach nur, dass du deine Frau mit Geld vollpumpst, weil das ist manchmal, dass manche Männer denken, dass das genug ist, dass das die Versorgung ist. Einfach nur Geld, Geld, Geld. Okay, hier hast du dein Auto, hier hast du deinen Schmuck, hier hast du dein Geld, hier hast du deine Klamotten, lass mich in Ruhe. Materie ist nicht alles. Es ist schön, wenn du deiner Frau etwas leisten kannst. Aber das ist nicht alles. Die Rujula oder Al-Qawwama, ja? Für die Frau sorgt und dass man für die Frau Verantwortung trägt, ja? Das ist viel mehr als nur Materielles. Dass du ihr einfach nur Geld gibst und Klamotten und Schmuck. Nein. Hier, du musst stark sein für deine Frau. Du musst großzügig sein. Nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit deiner Liebe und deinen Worten und deiner Zeit. Du musst tolerant sein, wenn sie Fehler macht. Du musst sie beschützen. Du musst dich um sie sorgen. Du musst dich um sie kümmern. Und vor allen Dingen, was ihre Religion angeht. Es muss sein, das ist fatal, fatal, fatal. Wenn Schwestern sich beschweren, dass sie sich bemühen in der Religion und ihr Ehemann nicht. Gibt es oft. Da meldet sich eine Schwester und sagt, ja, ich bete und trage Hijab und so, aber mein Mann, der will einfach nicht. Das ist eine Katastrophe. Du musst eher derjenige sein, der mehr an Religion praktiziert und du musst derjenige sein, der seine Frau erzieht und ihr beibringt und ihr hilft, die Religion zu praktizieren. Und nicht, ja, die macht schon, ja, meine Frau, mashallah, die ist viel stärker als ich und so. Das ist peinlich, wenn ein Mann sowas sagt. Wenn ein Bruder sowas sagt, ist das eigentlich peinlich. Ja, meine Frau, die ist mashallah, die ist viel stärker als ich in der Religion. Das ist peinlich. Weil in der Regel ist es, dass der Mann stärker ist in der Religion als die Frau. In der Regel. Und du musst nicht nur stärker sein in der Religion, sondern du musst ihr helfen, dass sie auch stark ist in der Religion. Das heißt, dass sie ihre Religion lernt. Entweder bringst du ihr bei. Wenn du kein Wissen hast, dann sorgst du dafür, dass sie bei jemandem lernt, der Wissen hat. Kein Problem. Aber all dies natürlich so, wie er in der Lage ist. Er muss ihre Bedürfnisse erfüllen. Sei es ihre geistigen Bedürfnisse oder sogar ihre körperlichen Bedürfnisse. Was den Beischlaf angeht zum Beispiel. Es ist fatal, wenn der Mann Beischlaf ausübt mit seiner Frau und nur an sich denkt. Und die Frau gar nicht berücksichtigt. Nein, du musst ihr Bedürfnis stillen. Weil sie ist auch nur ein Mensch. Genauso wie du deine Bedürfnisse hast, was den Körper angeht und den Beischlaf vor allen Dingen angeht, so hat sie auch Bedürfnisse. Und es gibt Frauen, die das vielleicht stärker haben als andere. Und wenn du ihre Bedürfnisse nicht stillst, dann kann es sein, dass sie ihre Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise stillt. Und das ist eine Schande für eine muslimische Ehe. Dass die Frau aufgrund des Ehemannes, der sich nicht um sie kümmert, der sich nicht um ihr Bedürfnis kümmert im Beischlaf, dass sie dann irgendwelche anderen Sachen macht. Und das gibt es in den muslimischen Ehen, bei Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Deswegen der Mann ist dafür da, dass er ihre Bedürfnisse stillt. Er sollte auch ihre Weiblichkeit zufriedenstellen, indem er sich für sie innerhalb der vom Islam vorgegebenen Grenzen attraktiv macht. Er soll sich attraktiv machen für seine Frau. Er soll seine Frau fragen, worauf stehst du, was gefällt dir, wie soll ich mich kleiden, wie soll ich meine Haare haben, was gefällt dir, sag mir. Und genauso sie fragt ihn, was gefällt dir, gefällt es dir, wenn ich mich so oder so schminke, gefällt es dir, wenn ich das und das trage. Das heißt, er soll sich für sie schön machen, aber natürlich innerhalb der vom Islam vorgegebenen Grenzen. Das heißt, den Bart zu rasieren, ist nicht vom Islam. Ja, manche sagen, okay, ich mache das für meine Frau, weil meine Frau mag das. Nein, das ist nicht vom Islam. Vom Islam ist es, dass du deinen Bart pflegst und dass du deine Haare pflegst.
und dass du deine Kleidung pflegst, dass du dich parfümierst, dass du schöne Schuhe trägst, dass du schöne Kleidung trägst. Ja? Das gehört dazu. Weiterhin sollte er ihr einen Teil seiner Zeit widmen und sich für sie interessieren. Er sollte seine Zeit nicht nur für seine Studien, Arbeit, Hobbys, Verpflichtungen oder Freunde opfern, wobei er sie vernachlässigt. Der Islam garantiert den Frauen gegenüber ihren Ehemännern Rechte in einem Ausmaß, dass es dem Ehemann sogar untersagt ist, seine ganze Zeit mit dem Gottesdienst zu verbringen. Was ja ansonsten die beste und ehrbarste Tat ist. Das heißt, es ist nicht für ihn erlaubt, die ganze Zeit Gottesdienst zu praktizieren und seine Frau zu vernachlässigen. Wie ist es dann noch mit der Arbeit? Wie ist es dann noch mit irgendwelchen Freunden? Was heißt, wenn es nicht mal erlaubt ist, die ganze Zeit in der Moschee zu hocken und die Frau dabei zu vernachlässigen, wie ist es dann noch, wenn du Schicht über Schicht einfach nur arbeitest und deine Frau einmal in der Woche siehst, sozusagen? Das ist fatal und falsch. Das ist deshalb der Fall, weil ansonsten das Gleichgewicht, auf der die Religion basiert, gestört wird. Weil die Religion ist der Islam ist die Religion der Balance, des Gleichgewichts. Das heißt, du musst als Muslim immer wieder darauf achten, dass du das Gleichgewicht hältst zwischen Din und Dunya, zwischen Familie und Arbeit, zwischen Arbeit und Freunde. Das ist die Kunst im Islam. Dies sehen wir auch im Bericht von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma. Der erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er von seiner Übereifrigkeit im Gottesdienst erfuhr, Folgendes zu ihm sagte. Also Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma hat etwas zu viel gemacht in der Anbetung, hat etwas übertrieben in der Anbetung. Er war übereifrig. Sehr viel Gottesdienst gemacht, sehr viel Ibadah, gefastet und so weiter. Und als der Prophet davon erfuhr, sagte er, habe ich nicht gehört, dass du den ganzen Tag fastest und die ganze Nacht im Gebet aufbleibst? Schau mal, der Prophet hat ihn nicht direkt gesagt, ey, du fastest die ganze Zeit, was soll das? Warum betest du die ganze Zeit, was soll das? Der Prophet, der beste Lehrer, sagt, habe ich nicht gehört, dass du den ganzen Tag fastest und die ganze Nacht im Gebet aufbleibst? Eine rhetorische Frage. Als ob ihm die Möglichkeit gibt, zu sagen, nein, das ist nicht so. Subhanallah. Und obwohl der Prophet es genau weiß. Abdullah antwortete, das ist wahr, o Gesandter Allahs. Der Prophet sprach zu ihm, tue das nicht. Tu das nicht, sagte er. Faste und brich dein Fasten. Schlafe und stehe auf. Denn dein Körper hat ein Anrecht auf dich. Deine Augen haben ein Anrecht auf dich. Deine Frau hat ein Anrecht auf dich. Und deine Besucher haben ein Anrecht auf dich. Das heißt, du darfst nicht übertreiben in der Religion, in dem Sinne, dass du die ganze Zeit nur in der Moschee bleibst oder genauso in den weltlichen Angelegenheiten. Freunde, Arbeit. Du musst das Gleichgewicht halten. Denn deine Frau hat ein Anrecht. Sie hat Rechte, die du erfüllen musst. Genauso dein Körper. Okay, es ist gut, dass man fleißig ist bei der Arbeit. Das ist positiv im Islam. Aber negativ ist es, wenn du deinen Körper überlastest. Und wenn du dann irgendwann mal ein Burnout-Syndrom bekommst, weil du übertrieben hast. Nein, das darfst du nicht. Das ist verboten, das ist haram. Du musst so arbeiten, wie dein Körper es auch zulässt. Wie deine Zeit es auch zulässt, wie deine Familie es auch zulässt, wie deine Religion es auch zulässt. Das heißt, immer die Balance halten. Und dieser Hadith ist bei Bukhari Muslim überliefert. Khawla bint Hakim und die Ehefrau von Uthman ibn Maz'un radiallahu anhuma kam ungepflegt in einem zerlumpten Kleid zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also diese Frau Khawla bint Hakim kam einmal zu den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und hatte lumpige Kleidung, hat sich gar nicht schön gemacht und hat sich gar nicht zurecht gemacht. Letztere fragten sie, also die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fragten sie, was ist mit dir los?
Wie kommt das? Du bist doch verheiratet. Eine Frau, die verheiratet ist, läuft nicht so rum. Ja, eine Frau, die verheiratet ist, läuft nicht mit zerlumpten Kleidung rum, sondern sie macht sich schön für ihren Mann. Das heißt, hier lernen wir, dass die Grundlage ist, dass die Frau sich schön macht für ihren Mann. Die Frau darf nicht warten, bis der Mann andere schöne Frauen sieht. Auf der Straße und im Fernseher und. Natürlich soll der Mann seine Blicke senken, ohne Frage. Aber es kommt oft vor allen Dingen in dieser Zeit, in dieser Situation, dass er zu viel sieht und Erschwernis hat, seine Blicke zu senken. Und deswegen muss die Frau sich schön machen für seinen Mann, für ihren Mann. Die Frau muss sich schön machen für ihren Mann, das ist die Grundlage. Deswegen hier, die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi haben sich gewundert. Wie kann es sein, diese Frau ist nicht zu Hause, alleine oder ist noch, ist noch bei ihren Eltern? Nein, sie ist verheiratet, das heißt, eine verheiratete Frau macht sich in der Regel schön und trägt schöne Kleidung, weil sie verheiratet ist, sie macht das für ihren Mann. Genauso der Mann auch, für seine Frau. Sie fragten, was ist los mit dir? Sie erzählte ihnen von ihrem Ehemann. Während der Nacht, sagt sie, bleibt er im Gebet wach und während des Tages fastet er. Die Frauen erstatteten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber Bericht, was sie gesagt hatte. Als er dann Uthman ibn Maz'un sah, ermahnte er ihn und sprach, hast du kein Vorbild in meiner Person? Hast du kein Vorbild in meiner Person, sagte er zu ihm. Uthman entgegnete, natürlich, möge Allah bewirken, dass ich für dich geopfert werde. Später kam sie, Khawla, in schöner Kleidung mit einem angenehmen Duft zurück. Das heißt, er wurde ermahnt und auf einmal hat er nachgelassen. Das heißt, er hat dann nicht die ganze Zeit im Gebet in der Nacht gestanden und auch nicht immer wieder gefastet, sondern er hat die Balance dann auf einmal gehalten, sodass seine Frau auch die Chance hatte, sich für ihn schön zu machen und angenehmen Duft zu haben. Nach einem anderen Bericht richtete der Prophet folgende Worte an ihn. O Uthman, das Mönchstum wurde uns nicht vorgeschrieben, das heißt, es ist verboten, Ar-Rahbaniya, dass der Mann sich komplett von den Frauen entfernt und dass er nichts mit Frauen zu tun hat und so weiter, das ist nicht vom Islam. Warum? Weil der Mann hat diese Bedürfnisse. Man darf nicht den Mann von seinen Bedürfnissen trennen. Das sind Bedürfnisse, die er hat. Okay, wenn er selber beschäftigt ist, wie manche Gelehrte, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah und sein Schüler ibn al-Qayyim, okay, das waren Gelehrte, die hatten gar keine Zeit, an Frauen zu denken. Die waren die ganze Zeit nur damit beschäftigt, zu lernen und zu lehren. Ja? Okay, das kann sein, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, dass der Mann die Frau begehrt. Jetzt, was machen wir? Gehen wir zum Mann hin und sagen, nee, du darfst gar nichts mit Frauen zu tun haben. Das entspricht nicht seiner Natur und das ist verboten. Und das ist ungerecht gegenüber dem Mann. Deswegen, er sagte ihm, das ist verboten für uns Muslime, dass wir uns komplett fernhalten von der Frau. Hast du kein Vorbild in meiner Person? Weil bei Allah, ich derjenige unter euch allen bin, der Allah am meisten fürchtet und sich am strengsten innerhalb der von ihm festgelegten Grenzen bewegt. Das heißt, ich habe mit meinen Frauen zu tun, ich heirate und ich genieße yani meine Frauen und ich habe Spaß mit ihnen und so weiter und ich bin der Gottesfürchtigste. Das heißt, gottesfürchtig zu sein, heißt nicht, dass man sich komplett von den Frauen entfernt, sondern nein, du kannst gottesfürchtig sein und genauso verheiratet sein und Spaß mit deiner Frau haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte seine Gefährten durch diese Rechtleitung zu erziehen. Er zeigte ihnen, wie sie Gerechtigkeit und ein Gleichgewicht zwischen ihrem spirituellen und ihrem Privatleben mit ihren eigenen Ehepartnern erreichen können. Bis diese Gerechtigkeit und dieses Gleichgewicht ihnen in Fleisch und Blut übergangen war. Das heißt, die Sahaba, sie wurden so sehr vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam belehrt, bis dieses Gleichgewicht und diese Balance bei ihnen drinne gewesen ist. Radiallahu anhum, Sahaba. Danach ermutigten sie einander, Sahaba, dies zu befolgen und sie beschwerten sich beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn einer von ihnen diese Grenzen missachtete,
und zu Extremen im Asketentum, Sucht, in der Selbstaufgabe und im Gottesdienst neigte. Also wenn jemand zu viel Ibadah gemacht hat und zu viel Sucht praktiziert hat, was heißt Sucht? Sucht ist ein arabisches Wort und es bedeutet, dass du das unterlässt vom Erlaubten, was dir nichts bringt im Jenseits. Das heißt, dass du wenig isst und wenig schläfst und wenig trinkst und so weiter. Das bedeutet Sucht im Allgemeinen. Das heißt, wenn die Sahaba jemanden gesehen haben, der zu viel Anbetung gemacht hat und so weiter, dann haben sie sich direkt beim Propheten Sassim darüber beschwert und der Prophet Sassim hat denjenigen dann auch dann zurechtgewiesen. Imam Bukhari berichtet zum Beispiel die Geschichte von Salman al-Farisi und Abu Darda. Diese beiden waren, nachdem der Prophet Sassim die Hijra vollzogen hat nach Medina, sie waren Brüder. Also sie wurden zu Brüdern gemacht. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, das erste, was er gemacht hat, als er nach Medina kam, war, dass er zwischen den Muhajirin, den Auswanderern aus Mekka, und zwischen den Ansar, den Helfern aus Medina, eine Brüderschaft gelegt hat. Und diese Brüderschaft war so tief, dass sie einander erben konnten. Das heißt, wenn Salman al-Farisi gestorben wäre, dann hätte Abu Darda die Möglichkeit, Erbe von ihm zu bekommen. Das ging so weit, bis dann Allah subhanahu wa ta'ala diese Regel abrogiert hat und aufgehoben hat. Das heißt, sie waren von Propheten sallallahu alaihi wasallam als Brüder erklärt. Salman besuchte Abu Darda und er sah Darda, also die Frau von Abu Darda, ungepflegt. Das heißt, sie hat sich nicht schön gemacht, sie war nicht geschminkt, sie hatte keinen Duft gehabt und so weiter. Das war aber, bevor der Hijab als Pflicht auferlegt worden ist. Er fragte sie, was ist mit dir los? Sie antwortete, dein Bruder Abu Darda hat kein Bedürfnis nach dieser Welt. Das heißt, egal was ich tue, mache, ich mache mich schön, ich parfümiere mich, er hat gar kein Verlangen nach mir. Er hat komplett mit dieser Dunya abgeschlossen. Und dann kam er, Salman al-Farisi, zu ihm. Und Abu Darda hat ihm zu essen gemacht. Und er sagte zu ihm, iss, ich faste. Iss, ich esse nicht, ich faste. Salman sagte zu ihm, ich werde nicht essen, bis du isst. Dann hat er sein Essen, dann hat er sein Fasten gebrochen. Dann wollte Abu Darda in der Nacht beten. Abu Salman, Salman al-Farisi sagte ihm, gehe und schlaf. Schlaf. So ging er hin und schlief. Dann wollte er nochmal aufstehen. Aber Salman sagte ihm wiederum, schlaf. Also im ersten Drittel der Nacht wollte er aufstehen und beten. Erster Drittel der Nacht ist unmittelbar nach dem Isha. Das ist auch der erste Drittel der Nacht. Dann hat er ihm gesagt, nein, geh schlafen. Dann wollte er zum zweiten Drittel der Nacht aufstehen. Dann hat er gesagt, nein, geh schlafen. Und dann im letzten Drittel der Nacht weckte ihn Salman und sagte zu ihm, steh jetzt auf. Sie beteten zusammen und Salman sprach zu ihm, dein Herr hat ein Anrecht auf dich. Ja, klar, indem du ihn anbetest und aufrichtig bist in deiner Anbetung zu ihm. Deine Seele hat Anrecht auf dich. Und deine Frau hat Anrecht auf dich. Erfülle deine Pflicht daher gegenüber jedem, der ein Recht auf dich hat. Schaut mal, wie er ihn beigebracht hat. Er sagt, ja, bete Allah an, gar kein Problem, aber vergiss nicht, deine Frau hat dein Anrecht und du musst ihr ihr Recht geben. Jedem musst du sein Recht geben. Jeder, der ein Recht hat, dem musst du sein Recht geben. Es wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, dieses Ereignis wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, dann sagte er, Salman hat Recht. Er hat ihn bestätigt. Ein gewissenhafter Muslim vernachlässigt es nicht, das eintönige und routinemäßige Leben seiner Frau zu entlasten. Deshalb würzt er ihren Alltag von Zeit zu Zeit mit ein wenig sanften Humor und Verspieltheit. Eine der Salaf sagte, die Verspieltheit ist zu tadeln, außer bei der Frau und den Kindern. Das heißt, wenn du zu Hause bist, kannst du Spaß machen, kannst du verspielt sein, gar kein Problem mit deiner Frau und deinen Kindern. Das ist nicht zu tadeln.
Was zu tadeln ist, ist, wenn du in der Öffentlichkeit verspielt bist. Wenn du in der Öffentlichkeit die ganze Zeit nur lachst und nur Witze machst und gar nicht ernst bist, das ist zu tadeln. Aber wenn du zu Hause bist, gar kein Problem. Wo liegt das Problem? Es gibt kein Problem. Wo ist das Problem, dass du mit deiner Frau spielst, mit deiner Frau Spaßkämpfe machst, mit deiner Frau scherzt, ihr einen Witz erzählst? Gar kein Problem. Und genauso die Frau. Und deinen Kindern, wenn du mit deinen Kindern scherzt und Grimassen machst, das ist gar kein Problem. Viele Brüder sagen, nein, nein, ich muss ernst bleiben, die müssen mich respektieren und so weiter. Quatsch. Natürlich sollst du auch ernst wirken und seriös wirken, aber das heißt nicht, dass du nicht scherzt und Spaß hast mit deiner Familie. Ein Beispiel dafür ist der folgende Bericht von Aisha radhiyallahu anha. Schauen wir, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Sie sagt, ich kam zum Propheten mit ein wenig Harira. Ja? Nicht die Harira, die die Marokkaner trinken, oder die Tunesier oder die Algerier, sondern es ist ein Gericht aus Mehl und Milch, Harira, die ich für ihn gekocht hatte, und sagte zu Sauda, das ist auch eine der Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, da der Prophet zwischen mir und ihr saß, ist, also sie saßen zusammen, ja, und sie saß, Sauda saß zwischen Aisha und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, ist, sie lehnte ab. Also sagte ich, entweder isst du oder ich fülle dein Gesicht damit. Oder ich schmeiß dir das gegen das Gesicht. Jetzt würden Leute sagen, Audubillah, das ist doch Verschwendung, Israf, Achittaqillah. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier. Immer noch lehnte sie ab. Also tat ich meine Hand in die Harira und beschmierte ihr damit ihr Gesicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lachte, tat ein wenig Harira in ihre Hand und sagte ihr, tu ihr dasselbe an. In einem anderen Bericht heißt es, er senkte sein Knie, das heißt, er ging aus dem Weg, sodass sie sich an mir rächen konnte. Dann nahm sie etwas vom Teller und rieb es in mein Gesicht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lachte. Subhanallah. Wenn du das heute machen würdest zu Hause, ja, die Leute würden sagen, der ist verrückt, guck mal, der hat keine Taqwa, der macht hier Israf, der verschwendet Essen. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier. Das heißt, hab Spaß mit deiner Frau. Wo willst du sonst Spaß haben? Wo soll deine Frau sonst Spaß haben? Und du musst immer darauf achten, dass du diese Routine, die deine Frau immer wieder erlebt und lebt, und du auch, diese Routine, die du hast, du kommst nach Hause, setzt dich hin, isst, dann gehst du zu Bett, kommst nach Hause, isst, setzt dich hin, gehst zu Bett und so weiter, dass du diese Routine brichst. Und dass du ein bisschen Leben in die Bude bringst, indem du scherzt und indem du Spaß machst. Ja? Gar kein Problem. Ist dies ein Beispiel für Toleranz und eine gelassene Natur, welche eine Ehefrau durch eine humorvolle und fröhliche Einstellung glücklich macht? Die Antwort ist natürlich. So muss man mit seiner Frau umgehen. Aisha berichtete auch, dass sie ihn einmal, als sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise war, zu einem Rennen herausforderte und gewann. Das heißt, sie haben gerannt. Die Leute sehen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er mit seiner Frau rennt. Er hat sich nicht dafür geschämt. Heute, es gibt Brüder, die schämen sich, mit ihrer Frau Hand in Hand zu gehen. Das ist Fitna. Leute sehen uns. Er schämt sich, seine Frau in den Arm zu nehmen. Er schämt sich, seine Frau Schatz zu sagen von den Leuten. Oder sie mit ihrem Namen zu rufen. Er schämt sich, keine Ahnung, seine Frau zu umarmen. Das ist für ihn, boah, darf ich nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gerannt, hat ein Wettrennen gehabt mit seiner Frau sallallahu alaihi wasallam. Zu einem späteren Zeitpunkt, als sie zugenommen hatte, rannte sie wieder mit ihm um die Wette, aber diesmal gewann er und sprach zu ihr, dies ist die Revanche für den vorherigen Lauf. Das heißt, sie haben Wettrennen gemacht. Der großmütige Prophet sallallahu alaihi wasallam war so begierig darauf, seine geliebte junge Ehefrau glücklich zu machen, dass er sie rief, um einige unschuldige Unterhaltungsformen, die ihr Herz erfreuen ließen, zu genießen. Aisha berichtet weiterhin von einem anderen Ereignis wie folgt. Der Prophet saß da und er hörte einigen Lärm von Leuten und Kindern draußen. Dort war eine Gruppe von Abessiniern, die tanzten.
Er sagte, O Aisha, komm her und schau. Ich legte meine Wange auf seine Schulter und schaute durch den Spalt. Dann sagte er, O Aisha, hast du genug? Hast du genug? Ich sagte, nein. Ich tat dies nur, um zu sehen, wie viel ich ihm bedeute. Und ich sah ihn, sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagern. Das heißt, er war müde. Er hat die ganze Zeit gestanden, obwohl er müde gewesen ist. Nur damit er nicht seine Schulter von ihrer Wange nimmt. Ja, heute wir, ja, ist genug jetzt, komm, 2 Minuten, ja, komm, geh jetzt weg, lass mich in Ruhe. Ich habe was Besseres zu tun, ja, nach dem Motto. Ja, er hat gewartet, sallallahu alaihi wasallam, und hat sogar so seine Beine ein bisschen bewegt. Ja, nach dem Motto, oh, ja, es dauert ein bisschen lange. Trotzdem hat er es so gemacht, weil er gesehen hat, dass sie schauen wollte. Deswegen, was unternimmst du mit deiner Frau? Was unternimmst du mit ihr? Was machst du mit ihr? Du musst auf ihre Wünsche eingehen. Wenn sie spazieren will, wenn sie irgendwas unternehmen will, dann mach es doch. Wo ist das Problem? Dann sagte sie weiter, aber er war bereit, in dieser Position zu verharren, solange wie ich das Spektakel beobachten wollte. Das heißt, er wollte die ganze Zeit so bleiben, bis sie alles gesehen hat. Der wahre Muslim, meine lieben Geschwister, reagiert nicht aus unbedeutenden Gründen überzogen. Und er wird nicht wütend, wie dies viele ignorante Ehemänner tun, die einen Aufstand machen, wenn ihnen ihre Ehefrau ein ihnen nicht passendes Essen anbietet oder sich ihr Essen etwas verspätet. Da flippen diese Männer aus. Oh, da gibt es Krieg zu Hause. Aber wenn die Frau ohne Hijab das Haus verlässt, wenn die Frau parfümiert das Haus verlässt, wenn die Frau mit dem Postmann flirtet und wenn die Frau mit dem Nachbarn kichert, dann ist es kein Problem. Lässt ihn kalt. Aber wenn die Frau das Essen ein bisschen zu spät serviert oder wenn sie das Essen ein bisschen versalzen hat, dann flippt er aus. Oder wenn sie sein Hemd nicht gebügelt hat, dann flippt er aus. Subhanallah. Was für einen Maßstab hast du? Was für einen Maßstab hast du? Du sollst eher ausflippen, wenn die Grenzen Allahs überschreitet werden. Ja, dann sollst du sauer werden. Und sollst auch mit deiner Frau dann streng sein. Aber nicht, wenn sie das Essen ein bisschen zu spät serviert hat. Oder wenn sie das Essen versalzen hat. Ist doch kein Problem. Ja, nee, ist das ein Weltuntergang? Der Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel, so sagt es Aisha, hat nie das Essen bemängelt. Wenn ihm etwas gefallen hat, hat er gegessen. Und wenn es ihm nicht gefallen hat, hat er nicht gegessen. So. Natürlich weiß dann die Frau, dass du das Essen nicht gemocht hast. Klar. Und dann heißt es, und wie war das Essen? Alhamdulillah. Ich habe dich nicht gefragt, ob Alhamdulillah oder nicht, sondern ich habe dich gefragt, ob das Essen ja gut geschmeckt hat oder nicht. Okay, dann kommst du in so eine Zwickmühle. Aber ja, aber von vornherein Stress zu machen, zu sagen, boah, das Essen war scheußlich, das Essen war schlimm, das Essen war oh, und so, das ist, weil du brichst das Herz der Frau. Du musst dir vorstellen, die Frau sitzt da 2-3 Stunden, bemüht sich, schneidet die Kartoffeln, schneidet die Zwiebeln, schneidet die Putenbrust und macht und hier und dann nach 3 Stunden kommst du, verlogener Mann, und sagst ihr, schmeckt ja gar nicht. Nach 3 Stunden. Ist doch klar, dass sie dann verletzt wird. Weil sie hat sich so viel Mühe dafür gemacht. Deswegen brauchst du hier nichts zu sagen. Er hat dir nicht gefallen, okay, iss. Und sei ein kleiner, ein kleiner Trickser. Tu so, als ob du vielleicht irgendwas machen musst oder ich komme jetzt gleich. Oh, subhanallah, wollte eigentlich essen, aber khair, inshallah. Zum Beispiel, ja, die Frauen haben das jetzt gehört, ne? Also kommt nicht auf, die Brüder, die jetzt ihre Frauen dabei haben, kommt nicht auf die Idee, sowas zu machen. Und sagt, ich weiß, der Abonnement hat euch das erzählt. Aber sei diplomatisch, sei schlau, sei intelligent. Schau, dass du deine Frau nicht verletzt. Es gibt immer wieder Wege und Lösungen. Der Muslim, der dem Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam wahrhaft folgt,
denkt immer an die Aspekte seines Charakters, die ihn darin erinnern, großzügig, gütig und tolerant zu sein. Das heißt, wenn sie Fehler macht, und sie wird Fehler machen, beim Kochen, beim Haushalt, ich weiß nicht, bei was alles. Sei tolerant, schau über die Fehler hinweg. Denn sie muss auch über deine Fehler hinwegsehen. Sie muss auch über deine Dinge hinwegsehen. Sie muss auch hinwegsehen und ein Auge zudrücken, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, wenn du etwas vernachlässigt hast. Genauso musst du so sein. Daher denkt er auch an die folgende Charaktereigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kritisierte nie das Essen, wie ich eben gesagt habe. Wenn er es mochte, aß er es. Und wenn er es nicht mochte, dann ließ er es einfach. Weiterhin denkt er daran, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Familie um einfaches Gericht, das er mit Brot essen konnte, bat. Das heißt, er hat seiner Frau nicht gesagt, boah, du musst das kochen und da. Es gibt manche Ehemänner, ajib, die stehen mit der Ehefrau, während sie kocht. Hast du so gemacht, mach mal ein bisschen mehr Salz, mach so, mach hier. Nee, das nicht, mach das hier rein und da. Subhanallah azim. Geschweige denn, dass er ihr sagt, nee, morgen musst du das kochen. Und übermorgen das. Und er gibt dir den ganzen Essensplan für die ganze Woche. Hier, Essensplan so, da, das musst du kochen für die ganze Woche. Ja, nee, sei bescheiden, sei normal. Deine Frau fragt dich, was soll ich kochen? Okay, das ist ein Problem bei den Frauen teilweise, dass sie manchmal keine Ahnung haben, was sie kochen sollen. Okay? Und dann sagt der Mann, ja, koch irgendwas. Ja, was soll ich denn kochen? Irgendwas, sag doch was. Ja? Ja, koch doch irgendwas. Und dann, ja, was soll ich denn kochen? Ja, koch doch, ja. Ach, ganz einfach. Reis mit Puten geschnetzeltes. Okay, kein Problem. Mach mal ein bisschen Fleisch mit Nudeln. Okay, mit Soße. Okay, kein Problem. Mach mal. Ja. Mach mal. Ist doch kein Problem. Mach ein bisschen Gemüse mit Fleisch dazu. Yalla, Bismillah, kein Problem. Ist doch kein Problem. Warum immer dieses Extravagante, immer dieses, okay, es ist okay, wenn die Frau das ab und zu mal macht, aber doch nicht jeden Tag. Dann sitzt die Frau, oder steht sie vielmehr, 4 Stunden in der Küche, kann sich nicht schön machen für dich, kann sich nicht um die Kinder kümmern, kann sich nicht um sich selber kümmern. Und dann beschwert sich der Bruder und sagt, ja, meine Frau macht sich gar nicht für mich schön und meine Frau hier. Ja, aber das liegt vielleicht daran, dass sie jeden Tag für dich übertrieben kochen muss. Es gibt einfache Gerichte, die lecker sind oder nicht. Die Frau macht dieses Gericht vielleicht eine Stunde, aber dafür hat sie 2 Stunden, um Ibadah zu machen, Dhikr zu machen. Dafür hat sie noch eine Stunde vielleicht, um sich schön zu machen. Dafür hat sie 2 Stunden, um sich um die Kinder zu kümmern und so weiter. Das musst du alles einkalkulieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam einmal nach Hause und er bat um ein einfaches Gericht, das er mit Brot essen konnte. Ein einfaches Gericht, was er mit Brot essen konnte. Sie sagten zu ihm, wir haben nichts außer Essig. Er bat sie darum, diesen zu bringen und er sagte, wie gut ist ein einfaches Essen wie Essig, wie gut ist ein einfaches Essen wie Essig. Ich stelle mir vor, in unserer Zeit, der Mann kommt nach Hause und die Frau sagt, und der Mann sagt, und was hast du gekocht? Ja, Milchreis. Was? Und das soll ich essen? Milchreis? Bist du etwa verrückt? Ich habe voll den Kohldarm, was ist los mit dir? Bist du noch normal? Und ja, Reis mit Milch, was ist los? Milchreis, ist doch lecker. Der kommt nach Hause, und was hast du gekocht? Ja, ein bisschen Nudeln mit Tomaten dazu und Knoblauch. Und was? Kein Fleisch dazu? Kein Salat dazu? Kein... Subhanallah. Der Prophet sallallahu hat hier Essig gegessen. Essig, müsst ihr euch vorstellen, Essig. Sallallahu alaihi wasallam. Er sagt dir, lass sie, die Ehemänner, diesen Hadith hören. Die törichten Ehemänner, sagt er, deren Augen in Rage geraten bei den Fehlern ihrer Ehefrauen. Wenn ihr Essen etwas verspätet kommt oder wenn sie es nicht mögen, deren arme Ehefrauen könnten wahrlich dringende Gründe dafür haben, diese Fehler zu machen. Ja, sie kocht gerade und auf einmal schreit das Kind. Ja, was soll sie jetzt machen? Das Kind schreien lassen oder was?
Sie kocht gerade und auf einmal geht das Telefon. Dringender Anruf. Sie kocht gerade und sie muss beten. Wo ist das Problem? Da passieren halt Fehler. Aber nein, es werden sogar Ehen geschieden aufgrund so welcher Fehler. Ehen werden geschieden. Und dann wird die Mutter eingeschaltet, was noch schlimmer ist. Mutter, sie kocht nicht mehr so gut. Mutter, sie macht nicht mehr hier und da. Was? Ist doch klar, dass deine Mutter für dich einspringt. Meinst du, deine Mutter wird gegen dich sein? Das ist deine Mutter. Ja? Sie hat Sympathie für dich. Sie steht auf deiner Seite. Deswegen ist es falsch und fatal, bei den Eheproblemen die Mutter einzuschalten oder den Vater. Deswegen sage ich immer, die Probleme in der Ehe müssen in der Ehe bleiben. Innerhalb der Ehe. Innerhalb von Mann und Frau, sodass die Eltern gar keine Ahnung haben von den Problemen. Es kann sein, dass bei euch die Bude brennt. Ja? Und auf einmal kommt ihr zu, fahrt ihr zu deinen Eltern und deine Eltern bekommen gar nichts davon mit. Und denken, alles ist okay. Ist alles okay bei euch? Alhamdulillah, alles okay. Warum? Weil ihr die Probleme innerhalb der Ehe lässt und sie innerhalb der Ehe auch löst. Ohne dabei die Mutter einzuschalten oder den Vater oder irgendjemand anderen. Natürlich gibt es Probleme, die sich dann nicht lösen. Also die innerhalb der Ehepartner sich nicht lösen lassen. Okay, dann geht man einen Schritt weiter und geht zu einer neutralen Person. Wie ein Sheikh, ein Talib ilm, ein Imam und so weiter. Wallahu a'lam. Er sagt weiter, jedoch werden sich diese Ehemänner auf der Grundlage eines falschen Verständnisses des Satzes Männer, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Männer sind in der Verantwortung über den Frauen. Ja, sie verstehen diesen Vers falsch, ja, und sie kümmern sich nicht um die Gründe und werden wütend. Der wahre muslimische Ehemann hört nicht auf, Güte und Großzügigkeit gegenüber seiner Frau zu zeigen, sondern er dehnt seinen Respekt und seine Güte auf ihre anständigen Freundinnen aus. Das heißt, er respektiert sie, er liebt sie, er achtet sie und nicht nur das, er geht sogar weiter und respektiert ihre Freundinnen und achtet auf ihre Freundinnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aisha überliefert, eine alte Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er lächelte sie an, bezeugte ihr Respekt und fragte sie, wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen? Sie antwortete, mir geht es gut, möge mein Vater und meine Mutter für dich geopfert sein. O Gesandte Allahs. Als sie gegangen war, sprach Aisha, warum hast du diese alte Frau so warm willkommen geheißen? Auf eine Art und Weise, auf der du keinen anderen willkommen heißt. Hier wieder die Eifersucht der Frau. Ja, nee, wie kannst du diese Frau einfach so begrüßen und so willkommen heißen und so warm behandeln? Was ist los da? Ja? Also nicht, dass sie ihn bezichtigt hat, aber das hat sie verwundert. Ja? Auch natürlich angetrieben von ihrer Eifersucht, weil das sind halt Frauen. Der Prophet antwortete, sie pflegte es zu kommen und uns zu besuchen, als Khadija noch am Leben war. Weißt du denn nicht, dass das Ehren der freundschaftlichen Verbindungen ein Teil des Glaubens ist? Subhanallah. Das heißt, dass du die Freundinnen deiner Frau nach ihrem Tod, dass du sie besuchst, also nicht, dass du sie besuchst und mit ihnen sprichst oder ein Gespräch führst, oder, nein, dass du sie besuchst, ihnen hilfst, dass du nach ihnen fragst, wenn sie ein Problem haben, wenn sie Hilfe brauchen, gehört zum Glauben und gehört zum Respekt gegenüber der Ehefrau. Manchmal ist es so, wie er hier sagt, zusammengefasst, weil die Zeit, mashallah, wir haben schon eine Stunde, manchmal ist es so, dass die Frau wütend wird und sich vom Ehemann fernhält, um ihm zu zeigen, dass sie wütend ist. Ja, sie redet einfach nicht. Ist alles okay? Ja, ja, ist alles okay. Wenn sie sagt, ja, ja, ist alles okay, dann wisse, es ist nichts okay. Ja? Wenn du fragst, ist alles okay? Ja, ja, ist alles okay. Dann wisse, es ist nichts okay. Ja, und redet nicht und ja, nee, beachtet dich nicht und so weiter. Das machen Frauen halt, um dir zu zeigen, dass sie wütend sind. Wie sollst du dich in diesem Fall verhalten? Er sagt, der muslimische Ehemann reagiert mit Toleranz und Güte. Aus einer tiefen Einsicht in die Psychologie und Natur der Frau. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Frauen, wann immer sie wütend auf ihn waren und sich von ihm den ganzen Tag bis in die Nacht fernhielten, zu behandeln pflegte.
sallallahu alaihi wasallam. Umar al-Khattab sprach: Wir Quraysh pflegten es, die Kontrolle über unsere Frauen zu haben. MashaAllah. Die Muhajirun, ja, sie hatten die Kontrolle über die Frau. Nix da. Ich bin der Mann hier im Haus. Als wir nach Medina kamen, fanden wir ein Volk vor, also die Ansar, dessen Frauen Kontrolle über sie hatten. Und unsere Frauen begannen, von deren Frauen zu lernen. Aha, also geht's anders. Wir können auch reden. Wir können auch diskutieren. Ich habe, sagt er, hier in einem bestimmten Ort, in Al-Awali, unter Banu Umayyah, Ibn Zayd gelebt. Eines Tages war meine Frau wütend auf mich und diskutierte mit mir. Für die Leute von Quraysh, die yani, Töchter lebendig begraben haben, die die Frau als nichts angesehen haben, war das ein Wunder. Etwas Seltsames, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Frau diskutiert, ihre Stimme erhebt, genauso wie heute. Wenn eine Frau mit einem Mann diskutiert, sie ist ungehorsam. Wenn die Frau ein bisschen rumzickt, meine Frau ist ungehorsam. A'udhu billah, fischte Allah, du bist ungehorsam mir gegenüber. Subhanallah. Das ist nicht Ungehorsamkeit. Ungehorsamkeit ist, wenn sie dir den Beischlaf verwehrt. Ungehorsamkeit ist, wenn sie den Hijab nicht mehr trägt. Ungehorsamkeit ist, wenn sie den Haushalt nicht mehr pflegt. Wenn sie sagt, mach selber, koch dir selber. Was? Das ist Ungehorsamkeit. Indem sie dir deine Rechte verweigert, dann, ja, dann ist sie ungehorsam. Aber nicht, wenn sie mit dir diskutiert. Al-Muhim, was ist passiert? Eines Tages war meine Frau wütend auf mich und diskutierte mit mir. Ich mochte dies nicht. Aber sie sagte mir, magst du es nicht, wenn ich mit dir diskutiere? Bei Allah, die Ehefrauen des Propheten diskutieren mit ihm. Sie werden wütend und halten sich von ihm den ganzen Tag bis in die Nacht fern. Allahu Akbar. Das sind die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also ging ich, um Hafsa zu sehen. Hafsa, seine Tochter, Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und fragte sie, diskutierst du mit dem Propheten? Das hat er gar nicht verstanden, wie man mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, diskutieren kann. Weil klar, er ist der Prophet, er ist Gesandter Allahs. Nochmal dazu, dass er ein Mann ist, ist er auch nochmal der Prophet Allahs, der Gesandte Allahs. Sie antwortete, ja. Ich sagte, wer das tut, der ist verloren. Fürchtest du nicht den Zorn Allahs wegen der Wut seines Propheten? Bald wirst du verdammt sein. Diskutiere nicht mit dem Gesandten Allahs und bitte ihn um nichts. Frage mich um etwas, was auch immer du brauchst. Und er sagte zu ihr, diskutiere nicht mit ihm, streite nicht mit ihm, aber sie ist im Endeffekt eine Frau und seine Ehefrau. Und er ist auch ein Mann, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Irgendwo ist er auch nur ein Mensch, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Probleme, die wir so erleben, hatte er auch, sallallahu alaihi wasallam, diesen Stress, diese Zickereien und so weiter. Das hatte er auch, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Frauen. Die Eifersucht und so weiter, alles hat er durchlebt, sallallahu alaihi wasallam. Und nicht nur mit einer Frau, mit 11 Frauen auf einmal. Jetzt stell dir mal vor, 11 Frauen, Achi. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. So eine Geduld hat er, so eine Sanftmut hat er, sallallahu alaihi, so eine Barmherzigkeit. Omar kam zum Propheten und erzählte ihm, was in seinem Haus geschehen war. Und er berichtete von der Konversation. So, er hat ihm gesagt, ja, Rasulullah, meine Frau diskutiert mit mir, streitet mit mir. Und Hafsa, ich habe sie gefragt, sie streitet und diskutiert mit mir. Was hat der Prophet draußen gemacht? Er hat gelächelt. Das heißt, er hat ihm zu verstehen gegeben, Omar, yani, bleib locker, bleib ruhig. Das ist normal, das sind halt Frauen, sie diskutieren manchmal. Also bleib einfach geschmeidig, bleib sanft. Ja? Al-Muhim, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und uns auch diese tolerante Einstellung gegenüber unseren Frauen geben. Und wie gesagt, die Ehe im Islam ist eine, ich sag mal so, ein Handwerk. Die Ehe im Islam ist ein Leben. Es ist nicht einfach nur etwas, was du eine Woche machst oder einen Monat machst und dann ist alles okay. Nein, es ist mit viel Arbeit verbunden und egal wie viel wir dir beibringen,
egal wie viel du hörst, egal wie viel du an Ratschlägen bekommst, im Endeffekt ist das Leben mit deiner Ehefrau der beste Lehrer. Also diese Erfahrung, die du sammelst mit deiner Ehefrau und die Ehefrau mit ihrem Ehemann natürlich auch, das ist die beste Lehre. Du wirst Fehler machen, von diesen Fehlern lernen, um Rat fragen, diesen Rat umsetzen und so weiter, dein ganzes Leben lang vielleicht. Irgendwann mal wirst du die Stufe erreichen, wo du, mashallah, lange verheiratet bist und wo du anderen Ratschläge geben kannst. Subhanallah. Nachdem du selber diese Probleme durchlebt hast. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Jazakumullahu khair. Jazai möge Allah mich und euch und uns alle zu guten Ehemännern machen und zu guten Ehefrauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Familien segnen und uns beschützen.